Auf der spanischen Ferieninsel Mallorca hat sich gestern wegen starker Winde ein Kreuzfahrtschiff losgerissen und stieß mit einem festgemachten Öltanker zusammen. Laut Hafenbehörde wurde niemand verletzt. Die Windböen erreichten bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Starkregen sorgte für Überschwemmungen. Der Flugverkehr war zeitweise stark gestört. Umstürzende Bäume beschädigten Autos, einige Straßen mussten gesperrt werden. Und hier noch der Blick aufs Wetter. Im Süden und Südosten meist dichte Wolken mit gebietsweise ergiebigem Regen. Im Norden und Nordwesten Sonne und Wolken, einzelne Schauer. 11 bis 22 Grad.